Ja, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Bavarian Romanian am Start. Und es ist ein Ankündigungsvideo zum Teil, zum anderen wieder ein, eine Sache, die ich gerne ansprechen würde. Beim letzten Mal gab es einige Diskussionen darunter. Dieses Mal hoffe ich, wird das, oder natürlich, Diskussionen sind immer was Gutes. Kann man immer was daraus lernen. Deshalb mal sehen. Das erste ist erstmal, warum ich jetzt eigentlich lange Zeit kein Video mehr gemacht habe. Es hat mehrere Gründe, die man verstehen kann oder auch nicht. Der erste Grund ist jetzt einfach, dass ich jetzt in der 12. Klasse bin oder ja, heute war der erste Schultag. Ich mache mein Abitur und da hat man dann halt auch nicht mehr ganz so viel Zeit für Nebenbeschäftigungen. Was jetzt glaube ich aber nicht das größte Problem wäre, da ich sonst auch nicht leider so viel für die Schule mache. Ich hoffe, das ändert sich jetzt noch. Aber bis November oder sowas muss ich wirklich mich an die Seminararbeit dranhalten. Und im November werde ich dann auch wieder, dann werde ich auch nicht wieder, sondern dann werde ich 18. Und da wird dann auch erstmal schön die Seminararbeit, die Abgabe der Seminararbeit und dann auch den 18. Geburtstag gefeiert. Und dann werden wir mal weitersehen. Das andere ist, ich habe mein Elgato-System oder ja, dieses Capture verkauft. Das war im Nachhinein ziemlich blöd, weil ich es bereue. Ich dachte wirklich, ich habe schon einiges vorproduziert. Wenn ihr wollt, haut es in die Kommentare. Ich kann es noch hochladen. Das sind 5-6 Videos vielleicht, die gar nicht mal so schlecht sind. Ich weiß aber nicht, ob ihr da noch Bock habt. Das ist 4x15. Ich habe jetzt eine PS4, keine Xbox mehr, was jetzt vielleicht auch interessanter wäre. Wieder für euch, wenn ich jetzt wieder beginne. Das ist halt die Frage, ob ihr es sehen wollt. Ich habe kaum Abonnenten, aber es ist halt die Frage, ob es sich lohnt, jetzt nochmal ein Elgato-System zu kaufen. Wie gesagt, ich habe es bereut jetzt im Nachhinein, weil ich wieder richtig Bock habe drauf, eigentlich Videos zu machen. Mir aufgefallen ist, dass es eigentlich gar nicht mal so schlecht war. Und deshalb überlege ich, wie gesagt, dass ich das nochmal mache. Das andere ist, warum ich es jetzt auch nochmal, warum ich es bereue. Mein Geldbeutel wurde gestohlen, kurz nachdem ich das verkauft habe, das System, also ist das Geld, was ich dafür eingenommen habe, auch weg. Das war im Nachhinein wirklich total blöd. Das zweite, oder was ich jetzt ansprechen wollte, ist jetzt die Flüchtlingssituation, die wir in Deutschland oder in ganz Europa haben. Viele Menschen, was ich ziemlich schade finde, sind dagegen, dass man diesen Menschen hilft. Ich für meinen Teil kann dafür sprechen, dass ich unbedingt helfe oder auch helfen will. Natürlich ist da ein Unterschied, wenn ich noch mehr Zeit habe und bessere Möglichkeiten, würde ich noch gern viel mehr helfen, deshalb das helfen will. Ich finde, den Menschen muss geholfen werden, weil man muss sich einfach reinversetzen in die Lage dieser Menschen. Sie haben Krieg in ihrem Land, sie brauchen Hilfe. Ich weiß nicht, manche Menschen können sich nicht reinversetzen in die Gefühle dieser Menschen. Wenn man selbst in dieser Situation wäre, man wäre doch total dankbar dafür, dass einem geholfen wird. Und das sollte man jetzt nicht machen, wenn wir die Chancen dazu haben. Natürlich ist das Problem ganz woanders. In den Kriegsländern ist ja da das ursprüngliche Problem. Wenn man da was machen könnte, wäre natürlich das Beste. Weil Millionen oder dass Länder entvölkert werden, kann ja auch nicht letztendlich die Lösung sein. Doch bis man eine Lösung gefunden hat, sollte man diesen Menschen auf jeden Fall helfen. Und auch, ja, was ich auf Facebook lese teilweise, das ist wirklich krass zu sehen, wie wenig Menschlichkeit eigentlich, ja, vorhanden ist in manchen Menschen. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Viele können meine Denkweise, wie im letzten Video, die ich ja schon erwähnt habe, also in dem letzten Video, worüber ich, oder, ja, in welchem ich über ein ziemlich, diskussionsreifes Thema diskutiert habe, da können mich manche Menschen nicht verstehen, vielleicht können mich hier manche Menschen nicht verstehen, aber für mich, wie gesagt, liegt der Mensch im Vordergrund, nicht das, was er getan hat. Auch wenn dieser Mensch, auch wenn die Menschen, jetzt zum Beispiel habe ich gehört eine Situation, dass ein Bekannter von uns, der wurde geschlagen oder hat eine Kopfnuss bekommen von einem Flüchtling. Weil er, weiß ich nicht, anscheinend war mit der Situation nicht, also mit den Situationen, wie sie umgegangen, mit ihnen denn umgegangen wurde, am Hauptbahnhof nicht zufrieden. Und das ist halt wirklich, ich kann den Menschen verstehen. Weil ich glaube, mit den Nerven wäre ich doch auch total blank, wenn einfach, ja, wenn ich so etwas durchlebt habe. Deshalb liegt der Mensch dann vor dem Grund und nicht das, was er tut. Genau, das wollte ich jetzt sagen. Mich interessiert eure Meinung.
Vielleicht sehen das noch ein paar mehr Menschen, als dass ich Abonnenten habe. Würde mich freuen, wenn ihr es verbreiten würdet, das Video. Ja, mehr gibt es da eigentlich jetzt auch nicht so richtig zu sagen. Ich wünsche mir einfach, dass, ja, dass diesen Menschen von, dass die Menschen akzeptiert werden und es natürlich seine Zeit dauert, bis die Menschen sich integriert haben, aber natürlich sollte man auch die Integration dieser Menschen in das Land unterstützen. Dann würde dann vielleicht auch manch andere Menschen eher damit zufrieden sein. So, ja, das war's dann eigentlich schon von mir wieder. Das ist jetzt so Ankündigungsvideo und ja, meine Meinung zu einem Thema. Wie gesagt, ich überlege nochmal, wie gesagt, es kommt mein Geburtstag, da bekomme ich wieder ein bisschen Geld, ob ich mir wirklich nochmal so ein Elgato-System kaufe. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache, denke ich. Und ja, zurzeit bin ich auch eher im Training, also ein bisschen Muskeln aufbauen und sowas. Muss schon mal drin sein eigentlich. Und ja, deshalb wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Macht's gut und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall demnächst. Ciao.